Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute ist Blutmond. Jau. Ja, jau, jau. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Der Donner, der kündigt sich an. Jasmin, die hat schon eine Tinte. Ich bestimme nicht. Heute ist Blutmond. Heute wird hier geballert. Ich würde die Mollys gerne ausprobieren, aber ich habe halt Angst um mein... Obwohl, wenn die... Für den Fall, dass die Zaunelemente kaputt gehen da. Für den Fall, dass meine Munition nicht reichen sollte. Was bringt die eigentlich nochmal genau? Verbindet zwei oder mehr, um elektrische Ereignisse auszulösen. Ach so. Aha. Das wäre auch praktisch. Praktisch. Mhm. Praktisch ist das faktisch möglich. Jetzt haben wir natürlich eine wunderschöne Aussicht. Kein Messing eingeschmissen. Herrlich. Ja, du musst doch schon das Feuer anmachen, ne? Wenn du hier was einschmelzen willst, also. Schön. Diese Stille. Ja. Nee, ohne Worte. Diese Harmonie. Nee, einfach ohne Worte. Die Landschaft. Dieser Ausblick. Dieser Typ, ey. Diese Typ. Diese Typ. Diese Typ, furchtbar. Diese Typ, ey, ja. Diese Echt Typ, furchtbar. Du kannst vergessen. Ja. Aber ich bin deine richtige Typ. Mit mir kannst du nix machen. Aber ich bin da. Ja. Und ich habe wieder die ganze Vorarbeit geleistet hier mit den Patronen und so. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich habe dir die ganzen Rohstoffe organisiert. Nee, ich hatte selber Nitrat und sowas alles. Ja, meine Videoaufnahme sagt, dass ich was hatte. Was du hattest, können wir nicht belegen, Jasmin. Also im Zweifel... Ich weiß nicht, ob du das vor Gericht geltend machen könntest. An deiner Stelle wäre ich mal ganz ruhig jetzt, ne? Sonst kriegst Wieso? Du nämlich gleich gar nichts an Munition. Ich habe mir die Taschen schon vollgesteckt, also... Ratte! Was soll das denn, ey? Ja. Hast du was geleistet so richtig? Bitte was? Ja, ja, ja. Bitte was? Ich habe die ganzen Klingfallen, ich habe Umbaumaßnahmen und Meint an der Muni. Ich habe Kohle und Nitrat geholt. Oh Gott, ey, ja. Wie ein Tier. Ach ja? Ja, eine Staublunge habe ich mir geholt beim Abbauen. So, ich habe auch erstmal. So ist mir das ergangen. In den vergangenen Tagen. Den schau doch mal ab, ey. Bist du so doof? Ich wollte auch wichtig sein. Jasmin? Hm. In der letzten Schmiede war Messing. Ja, habe ich gerade reingemacht. Kannst du nicht lesen? Eisen und Lehm. Mir doch egal, Eisen ich brauche jetzt. Lehm. Ich brauche aber die Hülsen. Hast du das jetzt rausgenommen? Hä? Wo ist mein Lehm? Oh. Hast du das jetzt rausgenommen? Nein. Ist bestimmt schon eingeschmolzen. Hey, ich habe aber mehr. Da kommt doch nicht nur so wenig. Achso, hä? Raff ich ja jetzt nicht. Skurril. Manche Dinge sind einfach unerklärlich. Ja, da, die Dings 600 noch was. Aber ergibt das denn nur so wenig? Nee. Es gibt manchmal unerklärliche Ereignisse. Hat er
gut abgebaut, würde ich sagen. Ja, wenn du so ein bisschen wegschmilzt, ne? Vielleicht ist was aus dem Ofen gelaufen. Sehr komisch. Das ist ja skurril. Ja. Du hast das ausgenommen, oder? Nein. Das ist ein Fall für X-Faktor. Ich schlag dich, wenn du das rausgenommen hast. Ich brauch das. Hast du mal Jonathan gefragt, wo das sein könnte? Den? Jonathan. Peter, komm mal her. Komm. Komm her. Komm, Peter. Ein Hund, das ist eine Drohne. Ja, aber der muss ja beim Blutmunden hier nicht im Schussfeld stehen, ne? With pleasure. So. Da bist du gut aufgehoben. Wir müssen für Peter mal so eine Art Hütte bauen. Jetzt geht's aber los. Das ist so, wie so eine Hundehütte oder so ein Körbchen. Wir wollten sowieso mal eine Küche und so machen. Ja, lohnt sich das jetzt noch? Ja, das ist halt die Frage, ne? Wann kommt das Update? Ich meine, später fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Man fragt sich ja immer, woran es gelegen hat. Hier ist noch Munition und Gänge. So, das haben wir. Den kann ich doch von hier... Ich kann den nicht wieder platzieren. Na gut, hier vorne aber. Also ich bin ein bisschen skeptisch, ob die Klingfallen, die ich jetzt zum Schluss installiert habe, die was bringen, wenn die runterfallen. Mein Vorteil, wir können die reparieren. Nachteil, wir können die nicht noch dichter an den Balken hier setzen. Aber die beiden Pfeiler sind immer noch gut. Na gut. Dann wollen wir mal warten, dass es losgeht bei Jasmin. Ja, guck mal, wie krass der Laser zur Geltung kommt hier von dem Geschützturm jetzt beim Rot. Und wie rot der Himmel geworden ist, Jasmin. Guck mal, wie rot der Punkt auf deinem Kopf ist. Blutrot. Warte, ich muss von deiner Seite vom Gewehr durchgucken, sonst sehe ich es nicht. Munition habe ich auch. Und da geht ein herrlicher Tag zu Ende. So geht die Sonne unter. Hier, Jasmin, zum Wohl. Ich hätte dich am liebsten damit abgeschmissen, aber dann würde es brennen. Ach ja.
gegen die Olympischen Spiele beginnen. Steht mein Auto da scheiße? Weiß ich nicht. Der ist nur haftpflicht versichert. Zombie-Schäden sind in der Versicherung nicht mit inbegriffen. Na, mach mal schneller. Ja, ja, hab ich abgebaut. Jetzt hast du hier, wo ich... Da kann ich ja rauf... Passiert hier was, wenn ich jetzt hier draufstehe? Nein, ich habe die nur gemacht, dann kann man hier aufmachen und die Klingfallen reparieren. Du darfst aber nicht reinfallen, wenn du reparierst. Ich will die auch nicht reparieren gerade. Ich frag nur, wenn ich draufstehe, passiert auch nichts. Nee, nur nicht reinfallen. Das könnte ja vielleicht doch noch ein Manko sein. Ja, ich sag ja, also wenn du erstmal anfängst, das muss erstmal abgenommen werden hier, ey. Eigentlich. Meinst du? Ja, bis jetzt habe ich immer irgendwas gefunden, was nicht ganz so toll war. Ja, ich weiß, mein Spielpartner zum Beispiel. Oh, was hast du mich dafür kritisiert? Hallo? Was? Obi? Was? 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 So, oh, gleich geht's los. Oh. Ja, ich bin ja mal gespannt. Gleich geht's los. Gleich denk dran, wir haben auch die Exploder wieder wahrscheinlich, ne? Die was? Also. Ja, die kann ich ja absolut nicht. So, jetzt kommen sie gleich. Genau, mach mal. Alter, ist das laut. Das hört sich an wie so ein Star Wars Raumschiff. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Damit ich hier alles mitkriege. Oh, oh, da kommen sie da schon. Da kommen sie schon. Ja, ich warte, bis die oben sind. Na, kommt mal her. Da brauche ja gar nichts machen. Nice. Ja, stimmt. Wir haben ja noch die Geschütztürme. Das mit den Zäunen ist ja genial. Scheiße, dass wir die nicht reparieren können. Also die halten auch nicht den ganzen Blutmond, bin ich early. Aber ist gut, wenn du mal nachladen musst. Ja, aber nur so lange diese halten, ne? Oh, ich lade nach. Reload. Auch irgendwie alle. Oh, scheiße, nicht schießen! Nur auf den Kopf! Oh Gott. Auf diesen Exploding-Typen müssen wir aufpassen. Da dürfen wir nur auf den Kopf schießen. Nachladen. Also bis jetzt ist noch gar keiner zu den Klingenfallen gekommen. Wer spuckt da? Wo ist denn der Spucker? Da unten, glaube ich. Ja, die spucken schon auf dem Weg hierher. Oh, ja. Spucker.
Oh, ich muss meine Waffe reparieren. Lade nach. Die Beine sind ja der Shit. Die sind ja so geil. Cool. Ich gehe davon aus, die Mollys musst du vorher noch anzünden. Ja. Wer ist schlau? Also bis jetzt schlagen wir uns ganz gut an. Die M60 ist so geil zu schießen. Ja. Ich glaube, das gibt Level diese Runde. Also Punkte. Ja, Punkte. Ich muss nachladen. Exploder. Ja, ich weiß. Vielleicht kommt noch ein Exploder. Ich weiß. Hast du gesehen? Ja, ich guck hier unten, dass ich die... Ja, ich hab auch schon eins gehabt. Ich mach doch hier die ganze Zeit die Polizei weg. Scheiße. Oh, Kacke. Ach, du heiliger Bimbo. Das war jetzt aber sehr ungünstig. Vor allem hast du gesehen, wie viel der weggerissen hat? Ja. Jetzt kommt noch ein Exploder hoch. Er explodiert wieder. Nee, die Tod schießt nicht. Also wir haben, wir werden dezente Probleme kriegen das mal. Ich geh runter. Komm ich runter? Lass mich!
So, nochmal hier. Mensch, ich habe vergessen, den anzuzünden. Du bist ein Schatz, dass du so viel Munition gemacht hast. Ja. Ich hab gedacht, ich geh gleich out of ammo. Aber Springer. Und was war das? Der Springer. Das sieht ja übel aus, wenn er leuchtet. Kriecher, ja. Da haben auch so viele Grüne dabei, ne? Spricht der Geier? Was bringen, ey. Hast du die Dinger gehört? Sind kaputt. Was ist kaputt? Die Stromdinger. Ja. Aber die Klingenfalle funktioniert doch. Waffe reparieren. Renn, ihr Schweine. Hören. Renn wieder auf den Anstift. Ich hab noch ein Level ab. Ohne die Zäune ist es auch wesentlich schwieriger, die Köpfe zu treffen, ne? Ja, schon richtig in der Arbeit los hier. Ja. Die Weight Watchers haben Ausgang. Und heute bei mir, ne? Wanderschaft mit dem Weight Watchers. Blöde
die Schrotflintengeschütze? Ne, die gehen noch. Die sind nur leer. Alter, die sind jetzt schon leer. Ach du Scheiße. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Leider nicht ran. Den Fall ist noch gut. Meine Waffe ist kaputt. Ich glaube, die 9mm ist in den Geschütztürmen besser aufgehoben als bei den Revolvern. Können wir, glaube ich, sowieso jetzt eintauschen. Die bringen nicht mehr viel. Au! Au! Junger Mann! Etwas Contenance, bitte! So was Aggressives. Scheiße! Ja? Ich hab grad meine Waffe weggeschmissen. Was? Warum? Aus Versehen, falschen Knopf gedrückt. Oh nein, Exploder. Nicht hier vorne. Nein, 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 sterben! Oh fuck, oh fuck. Oh, brauchst du erste Hilfe? Warum hast du ihn nicht auf den Kopf geschossen? Scheiße. Meine Waffe ist unten, das ist viel schlimmer. Angst, Jasmin, ich repariere. Fall da nicht ins Loch, ne? Die Klingenfalle ist frei. Perfekte Zeitpunkt zum Bauen. Scheiße, aber meine Waffe wird da liegen bleiben, oder? Ja. Au! Nee, du machst das super. Guck mal, ihr habt mir Level abgelevelt. Sollte erstmal reichen. Mein Gott, ey. So, bin wieder dabei. Schön, die Klingenfalle ist auch schon hinüber. Hier, Schweine. Diese Geier, ne? Ständig wollen die Geld haben.
ist gebrochen. Hast du vielleicht irgendwelche Fragmente abgekriegt, als er explodiert ist? Nee, das ist von dem blöden Geier, der mich hier die ganze Zeit angreift. Wir müssen nachladen. Geht noch eine Weile. Oh. Aber hier ist keiner. Das ist doch die Panzerwelt. Ja genau, jetzt kommt er mit seinen... den Geier. So, warte. Oh, dumm. Es war so dumm von mir. Okay. Und wo spuckt er denn? Hier alles kaputt, Idioten. Die spucken. Oh. Oh. Oh, das ist nicht gut. Sturzflug. Jesus Christ. Ja, meine Waffe ist unten, das ist scheiße. Okay, du gehst runter und holst sie, ich geb dir Rückendeckung. Ja, genau. Wenn ich wüsste, wo sie liegt, könnte ich dir sagen, ob ich es versuche. Genau hier drunter, da wo ich stand. Brauch mal diese Strahlenmod auf die Waffe. Und tschüss. Alter, wieso haben wir denn so viele Vögel? Da fehlt eine Leiter und ich komme ohne die nicht hoch. Ich glaube, unser Weg oben, da müssen wir uns nochmal was einfallen lassen. Das muss ein Käfig. Hab ich doch gesagt, du musst das zumachen. Ja, oder außerhalb bauen. Aber das geht mit den Geiern beim Blüten, das wird nichts mehr, glaube ich. Der Blutmund ist noch so lang, ne?
Master, we are not alone. Ja, ist mir aufgefallen. Stell mir das vor. Alter, war das knapp. Brauchst du einen Verbandskasten? Nein. Wo ist denn dieser dämliche Vogel? Ja, wieder auf dem Dach, ne? Alter, ich habe nicht gesehen, dass das so viele sind. Ich bin infiziert. Honig! Ah, wir hätten... Ah, die Tabletten. Ein bisschen spät, ne? So. Wieder mehr. Oh, das ist gut. Mach mal kurz, ich geh mal kurz gucken wegen andere Waffen. Ja. Lass dir Zeit. Nee. Hey. Wo sind denn die Waffen? Exploder? Ich nehme mal die Panzerbrechen, ne? Ich lasse sie fallen. Noch, als die Leute dachten, wir sind voll scheiße ausgestattet. Von den Waffen so, her. Dass meine Waffe jetzt weg ist. Ich glaube, ich weiß, was die meinen. Ja, ich wusste schon vorher, was sie meinen. Da brauche ich nicht den Blutmond. Ich habe immer gedacht, ach so schlecht sind dort die Waffen gar nicht. Wir packen es ja. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Mir war klar, dass wir schlecht sind. Ich habe gesagt, das wird schwierig diesmal. Ja, wir sind halt nicht die besten Gamers, ne? Aber wir haben ja auch, sind ja auch neu. Nee, so neu sind wir auch nicht mehr. Ich bin jeden Tag wieder aufs Neue neu. Aber guck mal, wie viele Lootbags hier rumliegen. Da waren vorhin viel mehr. Ja, die spawnen irgendwie, ne, mit der Zeit. Ja, das finde ich irgendwie doof. Ja, das ist echt scheiße, aber die hat man sich echt hart erarbeitet. Oh, ich glaube, wir haben fast geschafft, wir haben es geschafft, ey, oder? Um 3? Ja. Mach mal die Klingfalle aus, ich will meine Waffe holen. Wir haben es echt geschafft. Juhu! Geil! Naja.
Aber wir haben richtig viel Damage hier gekriegt. So, erstmal alles nur einsammeln, bevor es despawnt. Kann ich sowieso und Gelände haben wir schon. Wo ist meine Waffe? Oh ne, jetzt auch nicht, die ist weg. Welche die waren das, die MP5? Ja, meine gute, die ist weg. Kann ich dir eine neue bauen? Die war Stufe 5, die kannst du mir bestimmt nicht neu bauen. Nee, so gut nicht, aber ein bisschen. Nee, möchte ich nicht mehr. Alter, ist hier was kaputt gegangen. Oh, das finde ich jetzt echt kacke gerade. Weißt du, was auch kacke ist? Hier oben ist so gut wie, oder hier ist so gut wie keine Munition bei im Loot. Ey, meine ganzen guten Mods waren da drauf. Bei sowas krieg ich schlechte Laune einfach. Alles gut. Nee, es ist nicht alles gut, weil das meine beste Waffe war. Ja, du findest eine neue beste Waffe. Ja, genau. Alter Schwede, ey. Also das war hart. Das war richtig anstrengend. Und wir haben sehr viel zu reparieren. Ja. Aber wir haben tatsächlich den Blutmond überlebt. Hm? Ist das nicht auch was? Hm? Nö. So. Inventar ist voll. Achso. Alter Verwalter. Ich habe 5 Punkte, die ich investieren kann. So, jetzt können wir auch langsam mal einsortieren hier. Was ist das überhaupt? Schutzkleidung schützt sich nicht nur vor Strahlung, sie kann dich trocken und einigermaßen warm halten. Okay. Das können wir noch einschmelzen. Der ist gleich soweit. Ja, Tee Blei.
weg. So, dann einmal Ärztehilfe. Dosenfass. Wurstlöscher. Jasmin, was ist denn los? Nix. Möchtest du drüber reden? Nö. Hast du denn die MP5 noch? Ja, die Stufe 1, die bringt mir gar nichts. Die hatte ich eben. Welche Waffe hast du verloren? Was hatten die geschossen? Mein selbstgebautes Maschinengewehr Stufe 5 mit meinen ganzen Mods drauf. Schade um die Mods. Wenn nicht. Nee, ist die beste, die ich hatte. Wenn du was verlierst, muss man auch mit dir trauern. Was? Ich brauche kein Mitleid. Ich bin ein Mann. Natürlich. Wenn du jetzt deine von dir was verloren hättest, dann wärst du auch sauer gewesen. Nein, ich bin ein Mann. Ja, deswegen ja. Du hättest geheult. Nein, ich weine still und heimlich. Ja. Wieso kann ich denn das nicht... Ah Gott, brauche ich auch einen Bauplan für... Das ist ein Grund, warum du die oben nicht mitgenommen hast, die, Ich war voll. Ich war einfach nur voll. Na, jetzt ist nur noch einer da. Das kann ich alles nicht bauen. Ich nicht, warum die weg ist. Gut, das brauche ich, das brauche ich, das und das. Hast du das Klebeband aufgebraucht komplett? Ja. Musst du neu machen. So, jetzt brauche ich noch das und das. Ist sowas überhaupt noch? Wie waren das? 5 oder 10? Sechs.
und 4, ne? So. Ja, ich bin infiziert. Können ja so lange mal kurz. Das haben wir auch noch in der Tasche. So. Jetzt kann man wieder aufräumen. Den kommt die noch das weg und den kommt die noch das weg. Aber der kann eingetauscht werden. Zu lange. So. Dann fangen wir erstmal an mit den guten alten Rahmenbohren. Ach, ja, das war nämlich eine richtige Leiter. So. Ich fehlt ein Stück Gitter. Mei, oh mei. Habe ich nicht mehr. So, was hast du denn da schickes? Eine AK? Mhm. Oh, das ist ja schön. Mann, ey, hier ist ja alles im Argen. Ich hab jetzt sogar schon so ein Ding. Kein Stahl mehr da. No, ich brauche unbedingt Eisen. Wunderschönes Eisen. Scheiße. Mann, Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfange. Eieieiei. Die Lichtbrechungen machen den Anblick nicht schöner. So, das ist tatsächlich wieder eine sehr, sehr lange Folge, aber ich muss unbedingt noch was machen. Hier ist ein Hund.
Ja, nehmen wir es Hund. Das ist meine Waffe. Das ist ein Hund. Den Fettsack hole ich mir, der hat Nitrat. Da kommt noch ein Hund. Ist einer runtergefallen? Ja, der kommt eigentlich von hier. Ich seh dich nicht. Au. Trojanisches Pferd hier. Der trojanische Bör. Ah nee, die haben ja gar kein Nitrat, obwohl die Zombie-Hunde sind, ne? Aber Tierfett. Oh, meine... meine Beine. Oh, schon wieder Hunger. Jetzt mal runter, was richtiges essen. Hey. Ist nur einer hier oben explodiert, ne? Ich glaube. Der hat die Betonblöcke fast weggerissen. Der hat so viel Schaden gemacht. Aber ich komme jetzt erstmal wieder rein. Will das jetzt hier nicht direkt alles heile machen? Muss erst noch... Ach komm. Noch ein Bär. Ja, so die verschwinden hier. Bruno Mars. Ist der wieder oben? Nee, das ist auch diesmal kein dummer Bär. Das ist ein Essensbär. Nee, ist doch ein dummer Bär. Das ist ein Zombie-Bär. Ja, wo ist der auch da unten? Nimm das, Bruno Mars. Problembär Bruno. Da hinten ist noch ein Hund. Hm? Ein Hund? Alter, warum kommen die denn jetzt alle? So. Ich hab keine Ahnung. Die wollen dir Trost spenden, als leichte Beute, damit du nicht geknickert bist. Ja, ich finde das irgendwie doof, wenn ich die verliere, dass sie weg ist, dann. Wenn sie... Nee. Ist doch ein Gewehr. Hm? Egal, ich habe das gleiche Gewehr und Jasmin, das Gewehr ist ganz gut. Das ist, glaube ich, besser als das, was du hast und das ist für dich. Habe ich für dich gebaut. Ich habe doch jetzt hier eins mir schon wieder selber mit Mod und so, ey. Ja, aber ich glaube, das da ist besser. Das ist Stufe 1, ich hatte ja, Stufe aber das 5. Macht mehr Schaden. Es ist kein selbstgebautes. Du hast doch ein selbstgebautes da. Und? Die machen weniger Schaden. Wo steht das? Wenn du jetzt auf dein Gewehr, wenn du es anklickst, dann hast du doch Fernkampfschaden. Ich habe jetzt 46,5. Magazingröße 60, weil ich habe eine Mod drin. Das nimmt sich jetzt hier rein gar nichts. Ja, aber du hast deine Waffe gemoddet, ne? Nur mit dem Laser. Oh. Und was hat die an Schaden? Die macht 45,6 und deine macht 39,5. Ich glaube, ich habe meine Punkte falsch investiert. Jetzt nicht wirklich, viel besser. Wie hieß nochmal dieses Getränk, damit ich meine Punkte komplett neu sortieren kann? Keine Ahnung. Aber wir haben das, glaube ich. Wir haben das Getränk, glaube ich, oder? Der ist das nicht. Aber Fernkampfschaden, ist das nicht eigentlich was Gutes? Ja. Ja, also ist meine besser als deine.
Plus Minute. Ja, oder auch nicht. Muss ich erst holen? Geht so, ne? Gut. Das war's auf jeden Fall für heute von uns. Das war unser 7. Blutmond, ne? Mhm. Und wir mussten leider feststellen, wir hatten arg Probleme. Also wir brauchen Munition, alles aus Stahl, bessere Basis, das Grundprinzip hier nochmal überdenken. Wobei die waren ja so nicht schlecht, ne? Aber da müssen wir nochmal ein bisschen was umbauen, Jasmin. Umbauen? Auch schon eine Idee. Ich freue mich schon, wenn wir, wenn die Alpha 21 und wir einen ganz neuen Bunker bauen, da weiß ich genau, was ich anders mache und da habe ich auch eine Idee für, aber um das hier einfach nur abzuändern, habe ich auch so viel Munition haben wir gar nicht verbraucht, ey. Das geht, ne? Ich habe ja überall noch welche angefangen. Ne, hier nicht, aber oben. Zumindest, wir sehen uns morgen wieder, hoffe ich doch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da, dass wir es gerade so, dass wir es noch gemeistert haben mit unserem schlechten Equipment. Wir sehen uns. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss.